in seinem ersten Spiel für seinen neuen Club Carl Zeiss Jena gleich zweimal getroffen. Damals in der dritten Liga gegen den SVW in Wiesbaden. Und eines dieser Tore haben Sie, liebe Zuschauer, zum Tor des Monats Juli gewählt. So richtig genießen konnte Smekes diese Auszeichnung aber nicht, denn er musste heute schon wieder ran in der dritten Liga gegen die Mannschaft von Mehmet Scholl, gegen den FC Bayern München 2. Für die Sportschau, für uns ist er etwas früher ins Stadion gekommen, wurde geehrt und Reiko Richter war mit dabei. Unsere Nummer 10, Orlando! Und dieser Mann hat es geschafft, das Tor des Monats der ARD zu schießen. Ziege, sag mal, du übergibst es, da ist doch ein bisschen Stolz dabei, oder? Absolut, ich freue mich, aber wichtiger wäre, wenn er heute wieder ein Tor schießt. Denn schon vor zwei Wochen hatte Jenas Freistoßspezialist Thorsten Ziegner Orlando den Vortritt gelassen. Ziege hat mir gesagt, ich kann diesen Ball schießen. Und er hat mir gesagt, muss ich das Ball ein bisschen weit legen. Aber ich habe gesagt, nein, ich schieße so. Und ich habe das Ball geschossen. Ja, Tor des Monats, ja, das ist für mich super. Sein Markenzeichen, der Salto. Das Tor des Monats aus 35 Metern, nur eines von bisher drei Treffern in zwei Spielen für den 27-Jährigen, der erst seit diesem Sommer in Thüringen ist. Orlando, der vierfache Nationalspieler der niederländischen Antillen. 35 Grad. Und Palm Beaches und Cocktail. So, ich denke, das ist schön. Ja, holländische Antillen sind schön. So, vielleicht können wir dann gleich das Trainingslager machen, dass wir es so verbinden. Das wäre auch nicht schlecht. Nicht schlecht, dass auch sein Trainer in Jena ein Landsmann ist. Die Holländer lieben es bekanntlich, mit dem Ball zu tanzen. Das kann auch Orlando Smekes. Ja, er ist ein fröhlicher Mensch. Und will sich immer wieder verbessern. So, er trainiert auch da mit dem Leichtathletiktrainer, weil er da schneller werden will. Und er ist auch nie zufrieden mit sich selbst. Erst vor einem Jahr kam er nach Deutschland. Doch stieg der Stürmer trotz seiner Tore mit den Stuttgarter Kickers aus der dritten Liga ab. Wenn es einmal nie gut läuft, dann bleibst du unten und dann kommst du schwer draus. Irgendwie spielend leicht läuft es nun für ihn in Jena. Auch heute wieder 6:0 gewann Orlandos Team gegen Bayern Münchens zweite Mannschaft. Und das geforderte Tor machte er auch. Der Torschütze des Monats Juli. Orlando! Und dieser Mann hat es geschafft. Wir kommen vom verdienten Torschützen des Monats, wie ich finde, zum weltweit größten Sportereignis in diesem Jahr. Es findet in Deutschland, in Berlin.